So, lala. Hi Leute und willkommen zurück zu Remember Me. Heute begeben wir uns mal über den schwimmenden Markt in Richtung von hier vom fucking Brain, nee, Leaking Brain. Klingt mir hier lang, das sieht gut aus. Hey, Assassin's Creed! Schwing dich! Hätte ich eigentlich schwingen müssen. Bitzenfisch, das Beste der Slums. Wir lassen doch alles rein in diesen Bezirk. Ja, zum Beispiel dich, ey. So gut wie frisch. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Lecker Daumenfleisch aus der Dose. Genauso wie es mag. So ein leckeres, frisches Daumenfleisch. Ich spreche nicht mit Fremden. Warum nicht? Wir sind doch beste Freunde. Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Wann ist in der Schule? Ich glaube, das ist nicht der Laden, den du suchst. Weißt du, ich habe Hunger. Ich hätte gerne was von ihrem frischen Fisch. Du suchst sicher den Flohmarkt. Der ist hier. Ey, was bist du denn? Ach ja. Leute, die einen durchs Fernsehen nicht mögen. Ist hier irgendwo was? Hier schon die Graffitis, da ist eine Tür. Klopf, klopf. Wer ist da? Versuch's woanders. Ah, hier haben wir wieder. Das sieht doch aus wie... wie der Dosenstand. Achso, es gibt noch einen Taubendosenstand. Was? Oh, da haben wir was gefunden. Achso, das sind so immer, das kann ich euch mal zeigen, das hatte ich vorhin gefunden, auch nochmal was gefunden, weil ich muss nochmal ein Stück nachspielen. Na, wo waren das? Ah, hier, Tab, genau. Tagebuch nämlich, und da haben wir dann, okay, hier haben wir Gegnerinformationen und Erinnerungen. Also, Mnesist Erinnerungen. Also ich habe hier vorhin das Lazarettschiff gefunden, da hat man immer kleine Erzählungen über noch einiges Zeug. Wenn ihr wollt, dass ich es vorlese mit oder dass wir es durchgehen, sagt dann mir einfach Bescheid. Dann können wir das gerne machen. Keine Manieren mehr haben die Leute. Ah, hier. Niedrigpreisproteine. Alle Verkäufe sind endgültig. Du bist süß, aber ich hab's. So. Sackpatch. Womit hast du dein Haar gebürstet? Mit einer Granate? Womit hast du dein Haar gebürstet? Deine Schwester kennenlernen. Ey, das war gemein. Ich bin voll heiß. Fragen Sie nach der Spezialität des Tages. Was ist denn die Spezialität des Tages? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Gut, wir sind hier in den Slums. Da ist es klar, dass die Ernährung ein bisschen leidet. Du interessierst mich nicht. Unglaublich, dass Steve mir diesen Bonus nicht zahlt. Hör auf damit. Dauernd bist du am Meckern. Sei doch froh, dass du den Job hast. Ja, du hast ja recht, aber ich schufte auf. Oh, hier ist noch was. Wieder eine Erinnerung. Hier, Paris. Ein anderes Mal vielleicht. Na komm. Da hoch. Leider warte ich auf jemanden. Oh, das ist schade. Achso, Leertaste. Ja, der war das. Der fällt wieder bei der Steuerung. Ja, die Leute kennen uns anscheinend. Oh, hier, die Mona Lisa. Als Graffiti. Das ist Kunst. Das ist noch richtige Kunst. Nicht so wie das, was heutzutage als Kunst bezeichnet wird. Oh, und hier liegt auch einfach noch so ein Sattpatch rum. Ist das eine Androiden-Pros... Egal, ich möchte es gar nicht wissen. Aber es sieht aus, als ob die Zukunft grausam wäre. Da ist einer schwimmen gegangen, glaube ich. Naja, ist okay. Huh! Bleib hinter deiner Zeitung. Huh! Ich bin ins Wasser gefallen.
beziehungsweise das Wasser hat mich angesprochen. Ich kann doch nicht schwimmen. So, Klonk. Ja, das habe ich doch eingesammelt, oder? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Sicher ist sicher. Nein, jetzt habe ich es eingesammelt wieder. Okay, das wird also nicht mitgespeichert an den Checkpoints. So. Das habe ich sogar gefunden ohne den Tipp. So. Schau nicht so hin. Bleib hinter deiner Zeitung. Ich verhafte dich nicht. Aber du kommst nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob es ist oder nicht. Nicht, dass sie die falsche ist. Da, vor dem Fenster dort. Ja, ja, ich sehe, welche du meinst. Ich sehe sie. Ich kann nichts für dich tun. Mit den, sorry. Mit den Haaren, stimmt's? Ja. Die mit den Haaren. Ja, die Leute haben uns also schon eindeutig erkannt. Was war das jetzt? Ich habe gerade Erinnerungen geklaut. Was war das? Ein gutes Zeichen, Schwester. Mit der Zeit kommen die Erinnerungen zurück. Ja, das ist gut. Hier, Pin-Up-Poster. Ja, das braucht man eigentlich in jeder Zeit. Das ist schon okay. Sowas ist wichtig. So, da ist ein Bild. Das habe ich übrigens letztes Mal bei der letzten Aufnahme ein bisschen überhört, übersehen. Ich habe mir das heute nochmal angehört, diese Fernsehaufnahmen. Zwar ist diese Olga Sedova ist eine Kopfgeldjägerin, die anscheinend auf der Jagd nach uns ist. Und ein bisschen uns besser kennenlernen möchte, beziehungsweise uns verhaften will wieder. Das ist doch, also, ja. Wie soll ich denn da rankommen? Verdammt nochmal. Kann ich da irgendwo hoch? Nein. Da fuck? Alles ist verwirrt. Du bist fast da. Geht doch. Folge Tommys fliegenden Drohnen zu seiner Bar. Sind sie das? Okay, da müssen wir runter. Ah, okay, wir sind ein weiblicher Mitzwanziger und sind ausgebrochen aus der Bastion und sind das ist, gefährlich eingestuft. Und 300.000 gibt es als Belohnung. Ah. Gib mir eine Erinnerung, Mann. Ich nehme alles. Ich brauche einen Schuss. Den letzten. Dann höre ich auf. Dein Gedächtnis ist wackelig und steht da als ein gebrauchter Cyborgasmus. Du stehst kurz vor der Fragmentierung. Irgendwas, Mann. Ich will mich einfach an was Schönes erinnern. Ja, da sieht man es mal wieder. Fremde Erinnerungen sind wie Drogen. Das ist also auch nicht so ganz das Wahre, was hier stattfindet. Achso, da hinten muss man. Höp! Auf! Nette Abkürzung, Edge. Ja, ich habe hier mal ein bisschen neu dekoriert. Ne? Ja, hier wieder das typische Graffiti. So. Habe ich mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Weil da wird es doch ein bisschen spannungsgeladen. Achso, ja, stimmt. Okay. So. Situation. Höp. Zurück geht nicht mehr. Okay, das ist doch gut. Können wir uns wenigstens noch vorwärts bewegen. Ja. So. Achso, darüber geht's. Okay. Zack. Ja gut, aber eigentlich. Und es geht hier nach oben oder nach unten?
Ich glaube, das war richtig. Ah, da vorne ist es. Nee, es ist nicht Batman. Pep. Ich will nochmal nach unten. Ich will wissen, was da unten ist. Das ist bestimmt noch irgendein Secret. Seht ihr? Haha. Memorize und Descension. Können wir nächstes Mal, wenn es, also nächstes Mal, wenn ich aufnehme, können wir dann eine kleine Lesesession machen. Wie gesagt, wenn ihr es wollt. Das ist natürlich immer nach dem. So können wir nämlich ein bisschen mehr über die Welt, in der wir hier unterwegs sind, erfahren. Das Leaking Brain. Ja, moin. Wie geht's denn darüber? Ach, damit. Vielleicht. Mal gucken. Also auf alle Fälle ein sehr schöner, stimmiger Soundtrack, wie ich finde. Bisher zumindest. Da mal den Putz drum. Leaking Brain. Läuft einem praktisch das Hirn zum Schädel raus. Oh, hier gibt's wieder was. Bob, halt's Maul! Ey, da hat der Gott gesagt, du sollst Maul halten. Kopf wie Tommy. Hey, hör auf zu blöken, Bob! Du bist zu doof, Mann. Hübsch, aber du bist nicht mein Typ. Dankeschön. Was? Ich fress dein verdammtes Herz, wenn du hier rumheulst, Hirnjunkie. Johnny ist immer da und lacht im Dunkeln. Blöde Hirnjunkies. Ja, kann ich auch nicht leiden. Lieber Alkohol trinken. So gut wie frisch. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Ich hab nichts für dich. Ach, Mann, oh. Die wissen, wie es ist. Die kennen die Probleme. Ein bisschen schrill, das Outfit. Ja, ich brauche ich hoffe, ich kriege übrigens nochmal neue Klamotten. Bob, halt's Maul! Ah, da drüben. Das fünfte eingesammelte Subpatch fügt ihre Gesundheitsanzeige einen weiteren Balken hinzu. Hey, hör auf zu blöken, Bob! So, war es das? Jawohl, okay. Können wir jetzt zu Kopf wie Tony. Tommy. Ich fress dein verdammtes Herz, wenn du hier rumheulst. Johnny will mein Herz zu Weihnachten. Wusstest du das, hä, Tommy? Du bist hier sicher, Bob. Keine Sorge. Unglaublich! Edge hat's geschafft. Komm her, Schatz. Nillin, es scheint eine Ewigkeit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an dich. Erinnerst du dich wirklich nicht an mein Modelgesicht? Naja. Tut mir leid. Ist zwar schon sexy, wow, aber... Na, der Krieg hat uns alle nicht hübscher gemacht. Aber du bist frei, meine Liebe. Das zählt. Vielleicht. Ich fühle mich verloren. Eins nach dem anderen, Schwester. Erstmal raus aus den Gurten. Yay. Darf ich mir selber was zum Anziehen aussuchen? Die Schuhe gehen ja mal gar nicht. Oh. Ich behaupte mal, das ist unsere Verfolgerin. Der Handschuh da. Das ist deiner. Ich habe ihn aus deinem Unterschlupf. Und auch deinen verrückten Kampfanzug. Ein Glück, dass es dein freier Tag war. Ja. Tja, der hier ist hundertprozentig deiner. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Was haben die mit dir gemacht? Da unten, in der Bastille, da musste ich, im Gegensatz zu dir, ja bis zum bitteren Ende bleiben. Na dann, zieh dich um. Dein Kampfanzug ist im Spind. Okay.
Schauen wir mal, was wir da an Klamotte haben. Doch, der lässt die Tür einfach offen.